Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es auf jeden Fall mal wieder ein Setup-Transformationsvideo. Der letzte Part kam mega, mega gut bei euch an. Daher kommt jetzt auf jeden Fall hier Part 2. Es sind mega, mega nice Setups wieder dabei. Also schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Wird mega, mega nice. Falls du dein Setup irgendwie krass verändert hast oder irgendwas richtig Heftiges an deinem Setup verändert hast und das sieht jetzt halt so vorher, nachher richtig heftig aus, dann join jetzt auf meinen Discord und dort findest du dann einen Setup-Transformationskanal. Dort kannst du dann einfach drauf joinen und dann dort deine Setups reinschicken, halt wie es halt vorher war und nachher. Bevor das eigentliche Video jetzt aber losgeht, würde ich mich mega, mega freuen, wenn du jetzt ein Like und ein Abo auf diesem Kanal da lässt. Würde mich mega, mega supporten. Wir haben bald die 10.000 Abonnenten. So, jetzt aber genug drumherum geredet. Ich würde sagen, fangen wir an mit dem eigentlichen Video. Let's go! So, haben wir jetzt halt hier das allererst jetzt am Start und das hat mich schon komplett rausgebracht. Ihr könnt mega, mega gespannt sein. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in das ganze Bild rein. Es ist halt einfach nur mega heftig, wie das Ganze sich jetzt verändert hat. So sah das Setup von ihm im Oktober 2020 aus. Also, das ist noch nicht, das ist ungefähr ein halbes Jahr jetzt her, okay? Ein halbes Jahr jetzt ungefähr. So sah das Setup von einem halben Jahr aus. Oktober 2020, okay. Wir schauen ins nächste Bild rein. Dezember 2020. Neuer PC, sieht mega fresh aus. Aufgeräumter das Ganze hier, sieht auf jeden Fall schon mal besser aus, okay? Aber es wird noch krasser, es wird einfach noch krasser. Er hat sich dann hier die Monitore an die Wand gehangen. Ihr könnt das Ganze euch natürlich durchlesen, falls ihr auf dem Discord joint. Dann hat er sich hier ums Kabelmanagement gekümmert. Hier kann er nochmal eine Pflanze dazu, hat er Wald. Das sieht halt einfach nur sehr, sehr cool, das Ganze, wie das entsteht. Feiere ich mega sowas. Und dann hier der Tisch, richtig nice beleuchtet. Hier unten so eine Headset-Halterung angebracht. Und jetzt hat hier der PC. Also das Ganze sind jetzt Bilder von jetzt. Und jetzt haben wir hier den PC von jetzt, wie er aussieht. Sieht mega, mega heftig aus. Der Klon hier auf der Grafikkarte gefällt mir auch mega gut. Das ganze Kabelmanagement im PC ist halt wirklich eine 1 plus mit Sternchen. Das ist schon mal Props an dich. Digga, ich will wirklich, also mein PC im Vergleich zu seinem PC ist wirklich unfassbar traurig. Also in meinem PC, da fliegen die Kabel nur so rum und bei ihm halt absolut clean hier die Kabel. Man sieht halt nichts an Kabeln. Man sieht halt Real Talk einfach nichts an Kabeln. Gefällt mir wirklich super gut. Dann haben wir jetzt halt einmal hier ein Bild bei Tag und wow. Einfach nur wow. Wir gucken uns nochmal das Ganze an. Er hat doch diesen Drucker von dem ersten Bild am Start. Wir gucken nochmal ins erste Bild rein. Erstes Bild. Jetzt. Und das Ganze in einem halben Jahr. Holy shit. Holy fucking shit. Er hatte hier einen Monitor, dann hat er hier zwei Monitore, denke ich mal, quer hingehangen. Es ist eine so geile Idee. Die ganze Beleuchtung in dem kompletten Raum. Ihr müsst euch vorstellen, LED beleuchtet. Extra LED beleuchtet um das Bild, um das Star Wars Bild. Er mag anscheinend Star Wars sehr. Feiere ich auf jeden Fall. Dann hier nochmal LED beleuchtet. Hier LED beleuchtet. Hier so nochmal so LED Leuchten in den Schränken drin. Habe ich, by the way, auch mal. Ich denke mal, der hat dann die LED Leuchten, die ich auch mal in einem Setup Gadget Video vorgestellt habe. Könnt ihr gerne mal abchecken. Aber er hat hier alles mit LED vollgeklatscht und alles mega, mega heftig. Hier sehen wir das noch. Oh mein Gott. Also, klar, es ist jetzt nicht sowas, wie man es kennt und sowas hier im Hintergrund mit so, keine Ahnung, 3D-Wallpanels. Aber das ist ja genau das, was ich so in diesem Setup feiere. Dieses eigene. Und ich finde halt, dieses Zimmer ist halt einfach nur gelungen. Es ist halt einfach nur gelungen. Geiles Mauspad mit Tastatur. Er hat nicht diese 3D-Wallpanels, sondern er hat sich hier so ein Bild hingeklatscht, das geil mit LEDs beleuchtet. Hier ein Kabelkanal langlaufen. Einfach nur geil. Einfach nur saugemütliches Zimmer. Gefällt mir wirklich super gut. Ja, ich darf jetzt aber auch nicht zu viel über das Zimmer schwärmen, aber es ist halt krass. Ihr seht euch das Setup an. Und ich denke mal, an dem Setup zu zocken, ist einfach nur ein Träumchen. Sieht halt einfach nur mega, mega nice aus. Und da kann mein Setup-Gefühl eigentlich auch schon einstecken, bin ich euch ganz ehrlich. Also das in dem Video hier ist einfach nur geisteskrank. So, gucken wir mal den nächsten rein. Und der nächste hat hier einmal ein Setup reingeschickt. Da hat er noch einen Monitor. Hier im Hintergrund so ein paar Schaumstoffmatten, Tastatur, Kabelsalat des Todes. Dann hat er jetzt hat hier nochmal ein Bild reingeschickt. Mit einem neuen PC, neuer Monitor. PC sieht sehr, sehr cool aus. Dann hier halt jetzt nochmal das Setup ein bisschen aufgeräumter, denke ich mal. Also er hat sich hier einiges dazu geholt, wenn wir uns mal das erste Bild anschauen. Hier, das Setup sieht halt sehr, sehr krass unaufgeräumt aus. Er hat noch keinen gescheiten PC, denke ich mal. Also hier unten so einen alten Büro-PC. Und jetzt hat, wenn wir uns jetzt mal anschauen, hier halt einen geilen neuen PC. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also vom PC, aber du kannst, denke ich mal, im Setup noch einiges machen. Aber dazu kannst du dir gerne mal meine Zuschauer-Setup-Videos anschauen. Da gebe ich auch meistens so Tipps, was man so an seinen Setups verändern kann, dass die noch geiler aussehen. So, gucken wir beim nächsten rein. Und der nächste hat hier einmal so ein Setup, denke ich mal, eine PS4 gehabt oder sowas als erstes. Dann RGB-Keyboard angeschlossen, Maus, Tastatur und Controller. Sehr, sehr cool auf jeden Fall, so als Startermäßig. Und dann gucken wir jetzt halt mal rein. Hier hat er sich dann einen PC geholt. Kabelmanagement, muss ich dir eine Sache sagen. Da muss auf jeden Fall noch was verändern, Digga. Also da wird mir schlecht. Also ich weiß nicht, ob er es vielleicht in den Bildern hier
später besser wird. Ja, es wurde besser. Ja, es wurde besser, okay? Es wurde besser, wenn wir uns nämlich mal dieses Bild jetzt hier nochmal anschauen. Da wird mir dann ehrlich schlecht, Mann, wenn ich hier diese Kabel sehe. Aber ist auf jeden Fall ganz cool, wie du halt die Monitore an die Wand gehangen hast. Und eine ganz coole Idee auch, dass du hier eine Monitorhalterung schräg an der Wand angebracht hast und einmal hier so. Das bringt einfach so einen ganz nicen Look rein. Klar kannst du jetzt halt hier noch einiges verbessern. Ich würde mir noch vielleicht einen neuen Tisch holen. Nochmal im Hintergrund irgendwas Nices klatschen, wie zum Beispiel davor solche Bilder mit LED beleuchtet. LED-Panels. Es gibt halt so viele Sachen. Also wenn du Inspiration brauchst, schau dir eins meiner Setup-Videos an. Das sind so viele Sachen, wo man sich dran inspirieren lassen kann. Und genau das feiere ich ja so an dieser Serie, dass ich euch inspirieren kann für euer Setup. So, kommen wir zum nächsten hier. Und der nächste ist der Tomato. Der Tomato hier hat sein allererstes Setup, warum auch immer der hier einen Kreis auf diesem Stein hat. Er hat zwei Mäuse am Start. Weird Flex bei seinem ersten Setup, halt PS4, wie man es halt kennt, so ein standardmäßiges Setup. Dann hat er hier irgendwann mal aufgerüstet, halt hier nochmal irgendwie einen Laptop sich hingestellt. Dann sein zweites Setup, also das hat sich schon sehr, sehr krass verändert. Der Tisch gefällt mir dann jetzt um einiges besser als so, wie es davor war. Hat er sich einen Tisch dazu geholt, cool mit LEDs beleuchteten. Hier, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das ein PC ist oder ob das ein PC mit LED-Beleuchtung ist. Kann man jetzt auf dem Bild nicht so krass erkennen. Ansonsten hier coole Tastatur am Start, aber es kommt noch mehr. Dann hat er hier nochmal ein Bild reingeschickt. Dann hat er drei Monitore schon. Mega, mega nice. Drei Monitore ist halt einfach nur heftig. Klar, man kann sich drüber streiten, ob man jetzt drei Monitore unbedingt braucht. Aber meiner Meinung nach, zwei Monitore ist halt eigentlich schon vom Ding her nicht direkt ein Must-Have, aber halt einfach schon sehr, 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 sehr geil. Dadurch, dass ihr halt so viele Möglichkeiten habt. Aber das habe ich schon 100.000 Mal gesagt. Also wirklich, zwei Monitore kann ich euch wirklich nur einfach nur empfehlen. Aber drei ist halt einfach nochmal geiler. Und dann hat er hier nochmal ein Bild reingeschickt. Denke ich mal, hat er sich sehr inspirieren lassen von meinem Setup, Gary's Setup. Aber es haben halt viele so ein Setup mit so einer Küchentischplatte und dann solchen Regalen. Feiere ich auch einfach sehr. Dann hier hat er halt ein LGB-Mauspad. Also wenn wir uns nochmal das Ganze anschauen. Einmal hier von diesem Setup hier zu diesem Setup hier ist halt schon sehr, sehr krass. Klar kann man noch dekomäßig einiges hier rausholen, also wirklich krass viel. Aber wir gucken uns einfach mal diese Transformation von dem hier zu dem hier. Und das ist halt wirklich heftig, also Props gehen raus an ihn. Da hat er sich, denke ich mal, ordentlich Geld zusammensparen müssen, um sich dieses Ganze hier leisten zu können. Ist halt einfach sehr, 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 sehr krass. Hier haben wir ein Setup von vor 5 Monaten hier von Marco. Ja, Bild ist halt sehr, sehr krass unscharf. Ah, das, ich denke mal, dann hat er das Ganze, ich erkenne hier meinen Facecam-Rahmen. Ich denke mal, das Ganze habe ich mal in einer meiner allerersten Setup-Videos mal bewertet. Das Server hat das einfach rausgescreenshottet, weil er kein Bild mehr hatte. Könnt ihr natürlich auch so machen. Ja, hier kann man jetzt zwar nicht viel erkennen, aber er hat halt Maus, Keyboard, zwei Monitore und PC und im Hintergrund, denke ich mal, Akustikmatten. Gucken wir uns das Ganze mal jetzt an. Ja, er hat einiges an der Deko gemacht. Er hat hier oben coole Bilder sich hingehauen. Dann hier hat er einmal so ein RGB, hat er hier einmal so ein LED-Rahmen drum gemacht. Dann hier nochmal ein bisschen mehr LED. Hier hat er das, was viele als Wolkendecke genommen haben, hat er an seinen Tisch ran gemacht. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Gute Idee auf jeden Fall. Hier hat er eine Red Bull-Sammlung an Dosen. Also, Digga, der ist auf jeden Fall sehr, sehr süchtig nach den Dingern. Habe ich mir mittlerweile abgewöhnt. Ich habe damals auch so viele Red Bulls getrunken, aber mittlerweile trinke ich eigentlich gar nicht mehr sowas an Energies. Er hat hier jetzt, keine Ahnung, also was er sich jetzt hier krass verändert hat, ist jetzt erstmal hier ein Mikrofon, dann hier nochmal diese Wolken mit LED, finde ich, sieht ganz cool aus. Und dann halt nochmal das Bild mit dem LED-Rahmen. Ja, keine Ahnung, hat sich jetzt nicht krass viel geändert, aber sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen gemütlicher aus und gefällt mir jetzt sehr, sehr gut. Hier das Ganze dann nochmal in Orange geschickt. Ja, sieht einfach sehr, sehr nice aus. Sieht wirklich sehr, sehr cool aus. So, haben wir jetzt hier einen, der hat eine ganz coole LED-Beleuchtung, zwei Monitore am Start, einen Stuhl, ja, klassisches Setup, sieht sehr, sehr cool aus. Und das hier ist eine Veränderung. Er hat sich hier einen dritten Monitor gegönnt, gefühlt maßangeschneiderten Tisch gemacht. Hier hat er einen LED-Strap drunter, was verschiedene Farben gleichzeitig zeigen kann. Feier ich mega. Im Hintergrund hat er dann nochmal so LED-Beleuchtung an die Wand. Drüber hat er dann nochmal so 3D-Panels. Mega, mega heftig. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Hier nochmal das Ganze bei Tag. Ja, sieht krass aus. Sieht wirklich krass aus. Props gehen raus an ihn. Gucken wir uns das Ganze nochmal vorher und dann nochmal nachher an. Ja, ist halt, okay, ist schon krass, ist schon krass. Hat das schon auf jeden Fall sich was sehr, sehr Heftiges draus gemacht. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ja, das ist krass. Das Setup, da hat er sich wirklich Props verdient. Heftige Sache. So, haben wir jetzt halt hier ein weiteres Setup. Und keine Ahnung, hier hat er ein Bild aus seiner Galerie gescreenshotet, warum auch immer. Ja, vor eineinhalb Jahren war das. Vor eineinhalb Jahren. Hier hat er so einen Kicker am Start gehabt. Ja, halt ein lowes Setup, sage ich jetzt mal. Also nichts krass Besonderes.
Wir gucken mal weiter, wir gucken weiter. Er hat einige Bilder reingeschickt. Dann hat er jetzt hier nochmal ein Bild reingeschickt, noch ein bisschen mehr LED-Beleuchtung. Man kann halt nicht viel erkennen, das ist halt echt weit weg. Er hat sich hier ein Aquarium dazu dann geholt, kann dazu. Und so sieht das Ganze dann jetzt halt aus, langsam, denke ich mal. Finaler Stand, okay, Digga. Finaler Stand, er hat dann, denke ich mal, hier eine Wohnung am Start, oder? Ist das eine eigene Wohnung? Das sieht halt so aus, gefühlt wie eine eigene Wohnung. Ja, ich hätte jetzt halt ein Aquarium dazu bekommen und Maustastatur im Hintergrund, ein Aquarium mit so Akustikmatten auf dem Stuhl, die Decke fühle ich auf jeden Fall, hatte ich bei meinem alten Stuhl auch mal so gemacht. Und dann hat er einmal hier halt nochmal zwei Monitore am Start. Hat sich auf jeden Fall echt gut was verändert. Hier nochmal das Ganze bei Nacht. Sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Würde ich mir eventuell halt nochmal einen zweiten Monitor holen. Aber natürlich vorher und nachher ist schon ein sehr, sehr krasser Unterschied. Hier hat er nochmal so Panels, so Art Nanoleaf Panels. Feiere ich auch sehr, wenn man sich so mal was anderes holt als nur Nanoleaf. Sieht sehr, sehr cool aus. Props gehen auf jeden Fall raus an ihn. So, haben wir jetzt halt hier ein Setup von einem Kollegen von mir, vom Atix, Digga. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere. So sah sein Setup vor ungefähr, ich glaube, vor 2 Jahren sah so aus. Er hat einen LED-Stripe einfach an seinen Tisch rangehauen, halt 2 Monitore, PC. War auf jeden Fall schon damals sehr, sehr cool. Und so sieht es halt ganz halt jetzt aus, heftiger PC, 3 Monitore. Finde ich halt auch sehr, sehr nice, wie die halt perfekt aneinander passen. Sieht halt sehr, sehr, sehr clean aus. Hier eine Maustastatur, geil LED beleuchtet, dann hier nochmal so eine Headset-Halterung. Sieht einfach nur sehr, sehr krass aus. Heftiges Setup, Digga. Hat auf jeden Fall eine geile Veränderung ausgehauen, wenn wir uns das Ganze nochmal anschauen. So sah es mal aus, Kabel, Digga. Lagen überall verstreut auf dem Tisch und jetzt halt absolut maximal clean. Ist halt einfach sehr, sehr heftig. Von 2019 zu 2021, heftige Setup-Transformation auf jeden Fall. So, haben wir jetzt halt hier den nächsten, den Hardware-Gabo am Start. Hier hat er einmal ein Setup von Mai 2020. Da hat er noch auf einem Laptop gezockt. Auf einem Laptop gezockt, Digga. Das ist, uff. Auf einem Laptop hat er da gezockt. Dann im August 2020 kam ein Mikrofon dazu. September kam dann ein 2. Monitor dazu. Und Dezember hat er das Ganze heftig nochmal LED beleuchtet. Und jetzt hat er dann hier nochmal einen geilen PC. Nochmal hier so ein LED-Tool. So habe ich auch mal in einer meiner Setup-Videos verlinkt. Ja, sieht heftig aus. Hat er auf jeden Fall eine geile Veränderung rausgehauen. Ich frage mich jetzt halt nur, oder war das dann hier auf dem einen Bild dann der Laptop? Ach, das war dann der offene Laptop, okay. Da hat er dann den Laptop einfach offen. Ja, hier nochmal ein ganz cooles Bild. Sieht sehr, sehr cool aus. Ja, vom Setup her würde ich dir eventuell nochmal empfehlen, einen größeren Tisch zu holen und noch einen zweiten Monitor. Aber ansonsten reicht es eigentlich völlig zum Zocken aus. Hat er auf jeden Fall ein cooles Setup jetzt hat am Start. Also, keine Ahnung, groß beschweren. Also, das Einzige, was ich wirklich noch verändern würde, wäre einen zweiten Monitor holen. Und du hast wirklich ein perfektes Setup. Und noch einen größeren Tisch. Und noch einen größeren Tisch auf jeden Fall. Aber ansonsten ein heftiges Setup. Das soll es jetzt aber auch schon mit diesem Video gewesen sein. Falls es dir gefallen hat, würde ich mich mega, mega freuen, wenn du jetzt nochmal ein Like und ein Abo da lässt und das ganze Video vielleicht noch mit deinen Freunden teilst, falls du es natürlich noch nicht getan hast. Wenn du es schon getan hast, natürlich Kuss geht raus. Vielleicht noch einen Kommentar für den Algorithmus da lassen, würde mich mega, mega supporten. Und jetzt habt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.